Hallo, wir bereiten gerade eine Schlemmerparty vor. Es gibt heute wieder Raclette. Also gestern hatten wir schon Raclette und heute gibt es das Resteessen dazu, weil wir haben so viel besorgt. Also es ist wirklich jedes Jahr so, wir machen immer Raclette zu Weihnachten und es bleibt immer so viel übrig, dass wir das am zweiten Tag nochmal wiederholen können mit den ganzen leckeren Sachen. Kühlschrank ist auch noch rappelvoll. Genau, das Wichtigste sind doch die Würstchen. Würstchen. Nee. Nee. Ich schnitte Würstchen mit Käse. Hallo erstmal. Schreib mir mal, ob du auch Würstchen auf Raclette isst. Das ist Justus Hauptnahrungsmittel bei Raclette. Ja, zerschnittene Würstchen mit Käse und ein bisschen Zwiebeln drüber und dann Ketchup. Kann man eigentlich auch so machen, muss man kein Raclette machen, aber Das ist schmeckt so immer noch typisch. am besten. Aber was ich gerne mag. So, Jetzt hier machen wir gibt es nochmal das für so Elisa, Ketchup. ja? Ja, was drängelst du dich Ja, denn hier so? ich will wieder im Bild sein. So, das. Ach, willst du dieses Mal dieses Bacon hier haben? Ja, unbedingt, weil der gewürfelte war nicht so gut. Raclette-Käse da unten. Versteckt. Ach, wo es eigentlich nicht reingehört. Aber ich liebe Raclette-Käse. Ich finde, das schmeckt immer so lecker. Das war's. Ich glaube, die Leute essen es total unterschiedlich. Ich weiß noch, als ich bei uns in der Anatomie, als wir so Raclette gegessen hatten, haben die das alle mit Kartoffeln gegessen. In der Anatomie habt ihr Raclette gegessen. Klar. Und was hattet ihr da noch so? Das war der Leichenschmaus. Justus. Nein, zu einer Feierlichkeit haben wir da Raclette gegessen. Und die haben da zu Süßkartoffeln, also ganz verschiedene Kartoffeln gehabt. Oh, lecker, das ist eine gute Idee. Und Süßkartoffeln. wir haben dazu ja Brot. Brot darf natürlich nicht fehlen in dieser Brotfamilie. Also wir essen dazu dieses Baguette hier. Ja, nicht selbst gemacht. Hätte ich eigentlich auch selbst machen können. Ja, aber jetzt über die Feiertage versuchen wir möglichst wenig in der Küche zu stehen, Ja, ne? bleibt die Küche eigentlich kalt, außer für Raclette und für die Ente natürlich. Ne? Ja. Haben wir die Küche nochmal angeschmissen, aber das ist ein sehr leckeres Baguettebrot. Das kommt mit dazu. Das tun wir gleich noch in den Ofen rein. Und es kommt noch so ein bisschen Dosengemüse mit dazu. Obwohl, haben wir eigentlich noch frische Champignons? Die hatten wir Ja, wir haben. Ich habe die extra ins Dunkel gestellt. Mal Damit gucken, die ob die so noch gut sind. austrocknen. Ansonsten habe Da. ich hier auf jeden Fall Wir haben gestern nicht so Dosen. viel. Wir haben gestern ja nicht so viel gegessen. Und Mais. Hast du noch welchen? Ja, ich glaube nicht, weil gestern habe ich auch schon die ganze Zeit gesucht hier Wie? Du unten. hast doch gestern noch eine Dose gefunden, oder sind zwei Dosen genau? Eine kleine Dose hatte ich gestern ja noch aufgemacht. Guck mal da oben bitte. Boah! Da oben Jetzt hast du, müsste vielleicht nein, noch ich habe was sein. zwei Dosen gehabt. Und jetzt hast du die zweite Dose, die wir zum Resteessen haben wollen. Aber echt kein Mais mehr. Ich finde, Mais muss sein zum Raclette. Gut, Gott sei Dank. Oh. Die Ehekrise ist gerettet. Soll ich hier unten trotzdem noch mal gucken? Ich glaube, hier unten ist nichts mehr. Hier unten muss ich sowieso auch mal aufräumen. Guck mal, wie das aussieht. Ja, das ist alles sehr, 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 Alles gut, sehr, Lisa? sehr unaufgeräumt. So Okay. viel zu meiner Küchenorganisation. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr. So chinesische Sachen, Reissachen. Noch mehr Ananas, aber Ananas brauchen wir nicht mehr. Ja, die Aber Kinder da ist sind die alle Kiste oben nicht. und machen so ein bisschen Kinderspaß. Ja. Brot. Elisa freut sich auch schon auf Brot. Sie ist auf jeden Fall die Tochter von Justus. Tomaten kommen noch dazu. Ich mache jetzt noch ein bisschen Schnibbelarbeit. Ich hoffe, du hattest schöne Weihnachten. Also bei uns beruhigt sich das gerade alles etwas, zum Glück. Also ich liebe ja Weihnachten, das ist mein allerliebstes Familienfest. Ja, die Kinder haben Spaß oben. Aber ich muss auch ehrlich sagen, es ist mit sehr viel Stress verbunden auch. Champignons werde ich dieses Mal auch wieder schälen. Jedes Mal meckert mich die Community deswegen an, aber ich glaube, das sind so Sachen, die kriege ich nicht mehr raus aus mir. Kannst mir ja nochmal schreiben, was du Leckeres zu essen hattest jetzt über die Feiertage. Also bei uns ist es immer Tradition mit einem Vogel. Dieses Jahr hatten wir ja eine Ente und eben noch Raclette. Ja, sind noch gut, ne? Zweisamkeit in der Küche. Voll lustig, mit dir hier gemeinsam Essen vorzubereiten. Jetzt stehe ich unter Druck. Achso, die Ente, muss ich ja nochmal sagen, war vorzüglich, die Justus gemacht hat. Das war ein Gaumenschmaus. Aber die mache ich immer als Freestyle. Ich weiß am Ende gar nicht mehr, was ich genau gemacht habe eigentlich. Hauptsache es schmeckt. Wir hatten keine Apfelsinen, deshalb haben wir ja Pampelmusen reingetan. Vielleicht Hast passt das. du? Ja. Wie du meinst, Orangen wolltest du reintun, ne? Ja, genau. Aber Pampelmuse kennt ja keiner, ne? Da muss man, wie nennt man das? Grapefruit. Ja. Soll ich trotzdem jetzt noch die hier machen?
in der Dose. Ich glaube, die frischen, das sind nur 4, die reichen bestimmt nicht. Ah, das reicht. Wir haben gestern so viel nicht gegessen. Was? Ich habe das alles aufgegessen. Also ich hatte 2 Schalen. Ja, Nancy saß noch hier alleine am Tisch und hat noch weiter gegessen. Ja, ihr muss das ja genießen. Nach 2 Stunden. Ja, immer noch genießen. Raclette, das dauert halt nun mal lange. Da sitzt man lange am Tisch und genießt. Ja, die Kinder sind nach 15 Minuten fertig. Ja, das ist auch einer, der schlägt dann. Nein, das stimmt doch gar nicht. Schnell fertig, fertig. Bis bestimmt 4 bis 5 Raclette-Fännchen voll sind mit das ist ja gar nicht. Halbierten Würstchen und Käse drüber ist das. Da vergibt schon mindestens 20 Fännchen machen. Und heute will ich auch Nachtisch machen. Das haben mir ganz viele letztes Jahr, glaube ich, empfohlen, war das. Einfach Bananenscheiben mit Schokolade. Und Elisa wird wahrscheinlich wieder so einfach essen. Sie hat ja keine Fännchen gemacht. Sie schmeckt das auch nicht. Sie isst das einfach so, löffelt das alles aus. Aber sie hat ein Butterbrot gegessen und die Würstchen so, ja, genau. Eigentlich macht Raclette so viel Spaß, dass man das eigentlich viel öfter machen muss. Wir machen das wirklich nur einmal im Jahr. Stimmt. Justus. Ja, ist ein bisschen... Nee, es ist ja eigentlich gar nicht aufwendig. Es ist eigentlich gar nicht aufwendig. Ja, aber die ganzen Sachen, die man dazu braucht. Und wenn man jetzt nur Bacon nehmen würde und Käse, wäre ich ja zufrieden, ne? Aber das reicht dir ja nicht. Du willst ja dann noch Champignons und Tomaten und... Wer hat schon Champignons und Tomaten bei sich in der Küche, ne? Was redest du denn da schon wieder? Und unser Gestell, also Raclette-Gestell, das ist... Weiß ich nicht. Das sieht so aus. Wir haben auch schon mal Garnelen gemacht und Fisch. Ja, das ist richtig lecker, wenn man da so Garnelen macht. Und Jakobsmuscheln habe ich auch mal gemacht. Aber ich habe dieses Jahr keine Jakobsmuscheln mehr gefunden. Die waren komplett ausverkauft. Der Tisch ist auch schon gut gedeckt. Hat Johann eben schon gemacht. Mit unseren Weihnachtstellern hier. Da fangen auch immer ganz viele nach. Also die holen wir immer an Weihnachten raus. Ich finde, das macht nochmal richtig Flair. Auch gerade so am Essenstisch. Bacon und Würstchen gehören zu mir. Die Fännchen sind noch an der Spüle, aber die habe ich nicht richtig abgespült. Die hast du nicht? Das ist nur von der Geschirrspülmaschine und dieses eingebrannte Zeug, das ist nicht ganz raus. Da muss man noch einmal durchwischen. Ja, das mache ich für dich, mein Schatz. Das tue ich jetzt ohne deine Hilfe. Dann hast du jetzt so einfach sauber gelegt. Ich habe sie so dahingelegt, neben die Spüle, damit man es noch spülen kann. Sonst hätte ich es ja nicht neben die Spüle gestellt. Ich hätte es natürlich in die Spüle stellen können, dann wäre es noch offensichtlicher gewesen. Was denn? Ich glaube, du hast die Kamera vergessen. Jetzt wird hier actionmäßig gespült, ja? Und das geht ja ganz einfach ab. Das ist ja ist gar nicht eingebrannt. Ich gebe dir schon mal einen Tipp, ne? Da ist eine Bürste und ein Schwamm. Braucht man nicht. Ich mag den Schwamm nicht so. Ich habe immer das Gefühl, der ist eklig. Das ist nicht nur das Gefühl. Den nehme ich auch nicht so gerne. Aber du kannst dafür die Bürste nehmen. Ja, die sieht ja auch schon eklig aus. Da ist auch mal was dran. Das stimmt doch gar nicht. Was denn? Das ist die Farbe von der Bürste. Das ist mir schon klar, Justus. Ja, was erzählst du denn? Das stimmt doch gar nicht. Die ist noch sauber. Außerdem habe ich gerade erst in die Geschirrspülmaschine geräumt, damit die ordentlich sauber wird. Du kannst das auch ruhig mit der Hand machen. Mhm. Und wenn man das mit deinem Daumen abwäscht, dann ist es besonders sauber, ja? Muss ich jetzt hier noch länger stehen, oder? Komm, mach den Job! Ja? Was? Ist Schnippelarbeit, komm Justus! Achso, du meinst jetzt nicht Videoschnippelarbeit, sondern... Also, dann mache ich das hier. Ich bin doch eigentlich schon fertig, oder nicht? Was soll ich jetzt... Du willst hier schnippeln, hier. Ja, aber ich bin doch fertig. Die Pute, schnippel mal die Pute, mein Schatz. Ja, hier ist es. Okay. Gut. Und okay, wie ich mal so Puder. Was machst du denn? Das macht man nicht mit vollem Mond. Gerade du mit deinem Tischmanieren. Da hätte ich jetzt aber nicht erwartet. Was sollen denn die Leute denken? Ja, ich bin ja nicht am Tisch. Jetzt kommt noch Eier. Das musst du jetzt mal zeigen. Ja klar, weil ich glaube, das machen nicht viele. Nochmal Eier. Für was? Nicht für Spiegelei, sondern wie nennt man das? Raclette! Nein! Hä? Ja, Raclette ist klar. Wie Rührei, genau. Denn der Bacon wird ja natürlich angebraten und dann kommt das Ei dazu. Nancy hat ja wieder angefangen, Meteor Garden zu gucken. Und ich kann das nicht verstehen, wenn man einen Film zweimal guckt. Was?
erzählst du da über mich? Die ganzen Überraschungseffekte, die sind ja jetzt... ich weiß doch, wie der Film ist. Das, Justus, das machen ganz, ganz viele, Film dass sie eine sagen. Serie mehr als zweimal sogar gucken. Stimmt's? Stimm mal bitte ab. Und Meteorgarten, ja, ich bin schon wieder im Meteorgarten-Fieber. Ich dachte eigentlich, die Zeit wäre vorbei, aber... Ja, hast du bei dieser einen Stelle wieder geheult? Du weißt doch, dass er jetzt nicht stirbt. Ja, aber es war so dramatisch. Und ja, man ist da davon ausgegangen und du bist total herzlos. Ja, aber du weißt doch, was da passiert. Dann, du hast ja noch nicht mal beim ersten also Mal da geheult. Ich kann keinen Film zweimal gucken. Oder war doch, viele. Doch, Rango und den einen Storchenfilm jetzt gerade, ne? Storch. Das Storche. Ist der beste Film aller Zeiten. Storch. Also nicht schlecht. Der kennst Humor du den Storchenfilm? Und den habe ich jetzt. Und das Tolle ist ja, dass Elisa den auch mitgucken kann. Dann fällt das nicht so auf, wenn ich den gucke. Für Elisa mache ich den dann an. So, also ich lasse dich hier alleine mit der Kamera und dann redest du über mich. Na klar. Ja, sonst kommt die Wahrheit ja nie ans Licht. Du musst das doch nicht so rühren. Doch, das muss ja gerührt werden, sonst würde es ja nicht Rührei heißen. Elisa? Ja, sie mag ja nicht viel. Was ist los? Ja, du brauchst die Banane nicht zu Ende essen, mein Schatz. Mag ich nicht, sagt sie. Elisa sagt die ganze Zeit, mag ich nicht. Elisa, ist gut. Kannst du liegen lassen. Gleich gibt es Raclette, okay? So sieht jetzt unser reich gedeckter Tisch aus. Für viele ist das bestimmt wieder wenig, aber... Das reicht für uns alle mal. Es bleibt bestimmt noch viel liegen. Also wir haben hier Pute, Würstchen, Champignons. Dann haben wir hier Bacon für Justus und Johann mag das auch. Dann Schinken, Mais, Ananas, Tomaten und Ei. Ei. Ei, genau. Ei haben wir hier auch. Jetzt besorge ich noch Getränke und dann geht's los. Elisa, hast du schon Hunger? Ja. Das hat ja lange gedauert. Elisa, du Chemine, was hast du vor? Ein Löffel. Oh, ein Löffel mit drin. Ja, kann essen. Ja, kannst du ruhig essen, Elisa. Ja. Hallo, die Soße darf nicht fehlen. Jetzt wird das erste Fännchen gemacht. Das ist immer das ganz Besondere. Was kommt vorne drauf? Butter. Natürlich. Und dann schmelzen lassen. Dankeschön. Elisa, du möchtest Butter haben? Das ist doch schon gut. Papi, da kannst du vorstellen mit Teilchen. Kommt immer erstmal so. Elisa, willst du selber schmieren? Raclette tut Orgel. Bei Bacon darf man das ohne Butter machen. So wie ihr wollt. Das ist jetzt hier rein. Achtung, aber nicht anfassen mehr, ja? Ist heiß. Ja. Erstmal machen wir hier Würstchen rein und dann geht's. Elisa macht auch ein Fännchen. Oh, Elisa, ganz alleine. Du brauchst gar nicht so viel zu essen. Was? Seit wann? Du bist doch immer hier, der ganz genau auf die Fingerchen achtet. Oh, Elisa. Oh, guck mal, meinst du schon fertig? Ich hab gar keine Zwiebeln gemacht. Ah, nein, warte. Kannst du hier wirklich mit Elisa treffen? Ja, ich hab's hier. Du bist hier ganz heiß. Ja, was soll das denn heißen? Aber nicht von der Zwiebeln. Heiß. Mami? Hey, das wird frei. Ja, ich bitte haben. Ich wollte, Guck mal, was Elisa macht. Ganz der Pfeil. Das ist verrückt, mit deinem Würstchen. Guck mal, mein Fännchen ist auch schon fertig. Wie lecker das aussieht. Wir machen das immer auf Brot drauf. Lecker. Ich liebe diesen Raclette-Käse, der ist so lecker. Die Kinder sind jetzt im Bett. Es war richtig, richtig lecker. Also nicht ganz im Bett. Elisa spukt hier noch so ein bisschen rum. Justus, du suchst aber jetzt keinen Alien-Film raus. Es bleiben leider nur noch Alien-Filme übrig. Tut mir leid. Ganz bestimmt. Ja,
Aber ein Liebesfilm müsst ihr jetzt nicht gucken, oder? Ach, so an Weihnachten wäre das schon ganz schön. Wir haben übrigens ganz viele Weihnachtsfilme geguckt. Wir haben Aschenbrödel geguckt. Wir haben Kevin allein zu Hause geguckt. Was haben wir eben gerade geguckt? Eben gerade haben wir Bigfoot geguckt. Ja, mit den Kindern zusammen. Das war ganz süß. Aber ich wollte dir was anderes zeigen, Justus. Ja, da ist er. Ich wollte dir was... Nicht da. Den will ich gucken. Mission Impossible? Mission Impossible, wusste gar nicht, dass das ein neuer ist? Ja, ja. 2018? Ja. Ich sag's dir, ich bin aktuell. Mit Tom Cruise, okay, dann gucke ich mit. Ja, dann, Nein, aber ich wollte vorher mal was anderes zeigen. Justus, wollte ich doch noch erzählen. Ja, ja, dann... Ich bin doch jetzt Moderatorin. Ach so, ja, klar. Ja, hast du echt gut gemacht. Also ich hatte ja vor einiger Zeit erzählt, dass ich was in Hamburg mache. Sowas. Frisur ist jetzt nicht. Ja, ich habe Justus mit der Kamera überrascht. Da muss er immer erstmal Frisur richten und so. Na, auf jeden Fall kann ich jetzt endlich drüber reden. Und zwar durfte ich etwas moderieren. Da was ist noch denn? Jemand Sockfuß. Elisa, sag mal, was machst du denn hier? Du sollst ins Bettchen gehen, Elisa Schnubbeline. Was machst du hier? Na komm, einmal guten Nachtkuss geben und dann ab ins Bett. So eine Schelmine. Ja, das wollte ich dir zeigen. Warum hat Justus das jetzt weggetan? Also, es war an einem sehr, 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 sehr kalten Tag. Es war total kalt. Es war auch mega windig. Es war unter 0 Grad. Wir haben alle da total gezittert. Das war für mich das erste Mal, dass ich irgendwie mit einem Kamerateam gedreht habe. Also, ich musste das nicht selber halten, so wie jetzt, und konnte quatschen, was ich wollte. Sondern es war schon wirklich so eine richtige Moderation. Es war für mich super spannend. Am Anfang war ich auch total aufgeregt und habe mich ständig verhaspelt. Ja, aber ich fand das total spannend. Also für mich war das wirklich eine richtig tolle Erfahrung. Und jetzt im Nachhinein, wenn ich mir das komplett zusammengeschnitten angucke, das Video, ich weiß nicht, ich finde das richtig toll. Ich finde, das ist richtig toll geworden. Da bin ich sogar stolz auf mich selber. Und Justus kann ja gerne auch noch was dazu erzählen. Warte, ich suche dir das einmal raus. Hast du es geschafft, das Baby ins Bett zu bringen? Naja, nur eine Frage, wann es wieder rauskommt. Da ist es. So sieht das aus. Also ich verlinke dir das ja einmal in der Infobox. Das ist das Video dazu. Justus war auch total überrascht. Hättest du auch nicht gedacht, dass ich das ja, dass ganz du das gut kannst. Hinkriege. Ja. Ne? War ganz gut. Ich bin so stolz auf mich selber. Ja, schreib mir unbedingt, wie du es findest. Vielleicht hast du es ja auch schon gesehen. Auf der Insta-Story habe ich nämlich schon Bescheid gesagt, dass es online ist. Schon ein bisschen aufgeregt, was meine Community auch dazu sagt. Ne? Sei nicht zu streng mit mir. Ich bin ja, wie gesagt, das erste Mal da. Ja, ist aber schön ausgewählt, das mit den Sicherheitstipps für Kinder. Hab schon viele geguckt. Ja, ja, habe schon ein paar geguckt. Also ich habe auch nur liebes Feedback bekommen bisher. Aber einer hat geschrieben, man hat mir angesehen, dass ich gefroren habe. Das war ja auch kalt. Oder ich meine, das ist ja vor kurzem ja, ich habe auch so gezittert. Aber als ich dann sprechen musste, habe ich dann versucht, nicht zu zittern. Aber das ist total schwierig, zu versuchen, nicht zu zittern. Hast du das mal probiert? Das ist voll schwierig. Ja. Ja. Mir war noch nie kalt, deshalb. Achso, ja, es ist ja eine Heizung. Bist du stolz auf mich? Nur sag doch mal, ob du stolz auf mich bist. Ich bin sehr stolz auf dich. Hast du super gemacht, mein Schatz. Bald machst du Reportagen. Reportagen? Nennt sie die Rasenreporterin. Was sagen sie dazu? Ich weiß nicht. So, ich glaube, Justus möchte jetzt unbedingt sein Filmchen gucken. Ja, also Aliens sollten schon drin vorkommen. Bei Mission Impossible kommen noch keine Aliens vor. Das ist ja zumindest... Doch, das ist ja die Überraschung. Nee. Verstehst du? Am Ende ziehen die Fäden einfach Aliens. 1984. Die unendliche Geschichte mit dem kleinen Bastian. Erinnerst du dich? Bastian Balthasar Buchs. Wer kennt die unendliche Geschichte mit dem kleinen Bastian? Ich habe das Buch auch gelesen. Hast du das auch gelesen? Nee, wenn ich den Film geguckt habe, werde ich ja das Buch nicht mehr lesen müssen. Es war auch so mit Harry Potter. Ich habe einfach gewartet, bis die Filme rauskamen. Und jetzt weiß ich auch, was drin vorgekommen ist. Ja, also ich wäre dann soweit. Justus möchte Tschüss sagen. Dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.